Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Abenteuer hier in Trendriver 2. Wir schauen uns eine neue Station an. Und zwar ist es Sucha Beskidzka. Und ich hoffe, ihr habt das einigermaßen richtig ausgesprochen. Wenn nicht, ich habe es versucht. Die Szenerie ist Stand von dieser Videoaufnahme noch privat, beziehungsweise im Testing-Modus, soll dann später veröffentlicht werden. Welches Level ist noch ein Fragezeichen? Und es kann sein, dass sich gegebenenfalls hier in der Szenerie noch was ändert. Also wenn ihr das dann später auf YouTube schaut und es dann öffentlich ist und ein bisschen anders ist als wir hier im Video, dann ist das der Grund. Es als Kanalmitglied sieht ja solche Videos viel früher. Jedenfalls, wir haben hier ein mechanisches Stellwerk. Die Station gibt es in der Realität. In TD2 ist der Stand der Szenerie bzw. vom Bahnhof vom Jahr 2012. Mittlerweile hat sich an dem Bahnhof ein bisschen was getan. Aber zu dem kommen wir dann später noch mit rein. Hier ist auch die Polregio stationiert. Die besitzen das Gleis 9 und 7 ist angemietet. Das ist das, wo hier gerade die Wagen hier rumstehen. Übrigens auch die Sachen, was hier rumstehen, die habe ich mir jetzt also alle so reingespawnt. Denn es gibt offiziell auch noch keine Auto-Exec, wo hier was rumstehen würde. Gesteuert wird das Ganze von zwei Stellwerken. Einerseits SU, das ist hier unten. Und auf der anderen Seite SU1. Wir haben insgesamt drei Strecken. Da unten eine eingleisige Strecke, die Richtung Zübeck runtergeht. Und auf der anderen Seite hier das rechte Gleis geht Richtung Mokapo-Talanski. Die Station gibt es ja ebenfalls. Und das linke Gleis geht Richtung Skase bzw. Krakau und auch hoch. Also man kann sagen, links Krakau, rechts Zakopane als Endziel. Und es ist einer von drei Bahnhöfen, wo die Züge von Krakau aus damals in Richtung Zakopane hier Kopf machen müssten. Die Züge haben dafür auch gemäß realen Fahrplan 11 Minuten Zeit. Also das ist sehr sportlich. Und gerade in TD2 kann es hier sehr stressig werden, wenn ihr dann teilweise zwei PMs zeitgleich habt, wenn ihr von beiden Seiten reinkommt und ihr dann entsprechend umsetzen müsst. Ich wünsche euch da schon mal in der Zukunft sehr viel Spaß. Denn gerade mit Verspätungen kann es dann wirklich interessant werden. Oder wenn ihr dann vielleicht noch einen Zug habt, der eventuell auch noch zwischendrin durchfahren möchte. Auch das habe ich schon erlebt. Also ich gehe mal davon aus, dass das hier so Level 7, 8 sein wird, wenn das dann hier rauskommt. Es ist schon sehr fordernd, aber maximale PM-Zeit hier drin. Hier der aktuelle Plan. Es kann natürlich sein, dass sich auch der noch ändert. Das ist ein offizieller Plan hier. Wir haben hier da den Anschluss MP für Mokapo-Talanski und unten SK für Skase und rechts LA. Theoretische Geschwindigkeiten bei diesen beiden Anschlüssen wäre 100. Es sind aber Langsamfahrstellen eingebaut mit 30. Und der Anschluss LA ist per se 30. Stand 2012 fahren hier Richtung LA keine Personenzüge raus, sondern nur Güterzüge mit einer maximalen Länge von 150 Metern. Grund dafür ist, dass damals der Streckenzustand in die Richtung, Richtung Zübeck, so schlecht war, dass man hier den Personenverkehr eingestellt hat. Und zwar wurde der schon 2009 ausgesetzt und erst 2019 wieder eingeführt. Und wir sind jetzt genau in dem Zeitraum, wo halt hier kein Personenverkehr war. Und entsprechend können wir hier auch nichts rausschicken. Von TD2 her waren wir jetzt hier mittlerweile in mehreren Sessions hier drin. Hauptverkehr ist wirklich MPSK und in so 4-5 Stunden kommt vielleicht zwei oder drei Züge von LA oder wohl in die Richtung. Das sind da diese kurzen Güterzüge oder Leerzüge. Ansonsten spielt sich alles hier oben ab. Nur so als Info. Entsprechend ist es Gleis 12. Werdet ihr de facto nicht nutzen für einen Personenzug, der hier rausfährt, weil es auch gar nicht geht. Könnt ihr höchstens was abstellen. Dazu kommen wir jetzt auch gleich mal zu den Spawns. Wir haben drei ECT-Spawns und einen Güterspawn. Güterspawn E, TOW, Signal E. Das ist hier auf Gleis 3, gleich neben dem Perron. Sprich, wenn wir hier mal kurz nach draußen schauen. Das ist das Gleis hier. Da ist der Güterspawn. Und ECT 2 und 3 sind gleich die zwei Gleise hier. Das hier ist ECT 2. Das hier ist ECT 3. Und da geht es mal kurz raus. Das sind hier Abstellgleise mit Oberleitung. Es hat hier noch ein drittes.
aber das ist ohne Oberleitung. Und die spawnen hier kurz vor der Weiche. Einmal hier und einmal hier. Und wenn die jetzt zum Bahnhof wollen, dann müssen die hier einmal komplett auf die andere Seite, hinten raus, auf die LA-Strecke und dann von hinten wieder rein. Rein theoretisch wäre es auch möglich, dass die bis hier vorne hinfahren, bis hinter diese Weiche, hier als FDL die Weiche dann hier umlegt, die Weiche Nummer 14 und sperrt. Und dann können die hier über das TM1 da rausfahren. Das ist aber nicht so vorgesehen, sondern ideal wäre es, wenn sie hier durchfahren und hinten rausfahren, weil entsprechend hat es dann auch für die Rückfahrt auf der anderen Seite TM-Signale, zeige ich euch noch. Wenn die da so rausfahren, habt ihr da keine TM-Signale. Ihr müsst dann den Zug dann selber sagen, er muss anhalten, ihr tut die Weichen entsprechend wieder umlegen, er fährt wieder retour. Deswegen hinten raus. Nur so als Info. Okay, dann bleibt noch der ECT1-Spawn. Der ist ein bisschen speziell. Denn der befindet sich hier auf diesem Gleis da. Und die spawnen quasi in den Führerstand, der hier ist, und schauen in diese Richtung raus. Und in diese Richtung können sie nicht mehr weit fahren, denn da vorne hört die Oberleitung auf. Und auch das Gleis ein bisschen weiter später. Das heißt, wenn ihr den ECT1-Spawn offen habt, dann müsst ihr der Person sagen, hey, du musst den Führerstand wechseln und nach hinten raus. Also wir gehen jetzt die Waschstraße, schauen wir uns gleich nochmal an. So, sprich, die fahren hier hinten raus. Die Weiche hier wäre dann schon mal richtig. Die hier auch und die auch. Und dann kommt ihr dann hier zum Signal SM. Und ab dem SM könnt ihr ihm dann hier das Rangiersignal geben. Und dann geht es da unten raus. Das müsste O sein. Und hier dann auf die Strecke raus und dann wieder rein. Und da hinten hat es das TM5-Signal, könnt ihr wieder reinschicken. So viel mal zu dem. Ja, wie bereits erwähnt, Gleis 7 und 9, also 9 gehört der Polregio, Gleis 7 ist angemietet. Hier haben wir diverseste Abstellungen. Waschstraße hier drin, Wartungsgleis, das Depot hier. Und man könnte das Ganze hier mit dem Rangiermeister spielen. Und das Gebiet vom Rangiermeister ist theoretisch ab Weiche 11 bis 18. Solltet ihr damit einen Rangiermeister spielen, dann müsst ihr das entsprechend in die Willkommensnachricht reinschreiben. Denn dann ist dann dieser Rangiermeister dafür zuständig, wie die Züge da aus dem Depot rauskommen und wieder reinfahren, beziehungsweise was hier für Bewegungen passieren. Wenn ihr das nicht habt, dann ist gemäß Autor der Fahrer dafür zuständig, wie er hier durchfährt. Nicht ihr. Aber klar, solltet ihr vielleicht drauf schauen, wie die denn so fahren. Meine Empfehlung ist grundsätzlich, den ECT1-Spawn auszulassen, für mich persönlich, und ihr lasst nur ECT2 und 3 an, damit ihr die Züge gleich hier habt und die jeweils gleich rausfahren. Wir schauen uns den Weg mal ganz kurz an, wie es denn richtig wäre. Dauert noch ein bisschen beim Laufen. Also je nachdem hier die erste Weiche umlegen. Dann die hier, können wir gerade mal machen. Die ist per se so in der Stellung, standardmäßig. Und dann geht es hier bei diesem Depotgleis vorbei. Das ist per se auch schon richtig eingestellt. Aber nochmal so ein Umfahrungsgleis nach hinten. Fahren dann weiter hier raus. Die Weiche gehört hier noch angepasst. Genauso wie die. Und dann kommen wir hier wieder bei SM raus. Sprich, wenn ihr es jetzt offen habt, dann könnt ihr einfach sagen, die fahren von da hinten einfach hier raus und ihr lasst die Weiche die ganze Zeit so. Und wenn ihr doch mal den ECT1-Spawn aufmacht, dann wäre es einfach nur die Weiche 101 zum einmal umlegen. Gut. Das wäre das. Wir gehen nochmal Richtung SU.
Denn gleistechnisch geht es da unten noch ein bisschen weiter. Mit Oberleitung auf dem Gleis hier. Sprich, auch da könnte man was parken, wenn man möchte. Kommt der von da oben, also entweder hier links von TM1 her oder von da unten, wo quasi in der Mitte ist, dann dieser Lokschuppen. Und da unten ist in der Realität so ein bisschen Technikzeugs am Rumstehen oder so Wartungszüge stehen da unten. Da hat sie nochmal so einen kleinen Schuppen, was weiß ich, für eine SM. Und gemäß Abbauer sind hier auch mal Dampfloks abgestellt gewesen, und zwar auf diesem Gleis da. Es ging früher mal zum Sägewerk hier nach hinten. Das ist aber schon länger nicht mehr in Betrieb. Und das Gleis ist auch hier schon entsprechend teilweise aufgelassen. Ich meinte, es hört gleich hier auf. Ja, genau. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, da hinten ist das Sägewerk. Und da gab es dann entsprechend Verkehr. Und zum Schluss sind dann einfach hier die Dampfloks gestanden, bis sie dann abgeräumt worden sind. Ist nochmal zur Historie mit diesem Gleis da. Habe ich noch was vergessen? Ja, wir haben tatsächlich noch ein paar andere Gütergleise. Und zwar einerseits hier vorne, so ehemalige Beladungsgleise. Auch da meinte ich jetzt irgendwo eine kleine Hütte. Ja, da. Und da hinten ist eine Kohle-B bzw. Entladung. Ja, Entladung. Schauen wir uns auch noch ganz kurz an. Da haben wir entsprechend diese zwei Portalkräne und da habe ich mal die Wagen hier reingespawnt. Da auf der rechten Seite Kohle. Ein bisschen industriell hier. Mit entsprechender Rampe. Also auch da könntet ihr Spaß haben, wenn ihr denn wolltet. So, und da vorne geht es zum ganz normalen Bahnhofsvorplatz. Ja, das wäre jetzt eigentlich mal so das Wichtigste, was man hier so wissen sollte. Gehen wir nochmal zum Plan. Wir gehen hier zur SU1 mal rein. Was ist noch wichtig? Dieses Gleis hier, Gleis 25, ist gesperrt. Da ist ein WKR drin. Hier einfach nichts reinfahren lassen. Offiziell sind ET22 Lokomotiven auf allen Strecken hier verboten. Bis auf die ET22 2000 Serie. Grund dafür ist es, dass mit der ersten Serie von der ET22 Streckenschäden gegeben hat, aufgrund der Drehgestelle und der Kupplungsart, die in der 2000er Serie behoben worden ist. Abmerkmal ist, dass bei der ET2000 der Kupplungshaken sich frei bewegen kann und bei der ET22 in der ersten Serie starr ist. Was haben wir noch? Das habe ich erzählt. Transzenerie 2012. 7 und 9 eben gehört Pol Regio und 2 langsam vorstellen. Okay, gehen wir noch zu den Spawns ein für den FDL. Wir haben hier 21.169, also Kilometer 2.1, Kilometer 44 und 45. Das sind die Bahnübergänge hier auf diese Seite raus. 44 und 45 ist Richtung SK, die ersten beiden Bahnhöfe hier, Bahnübergänge. In dieser Richtung und 2.1 ist auf der Strecke MP. Wir können hier mit 2.1 mal kurz anfangen. Das Pult dafür steht hier im Freien. Und der Bahnhof ist in diese Richtung runter. So, das heißt, die Züge kommen von da rein in der Kurve. Und mal kurz schauen. 44. Oder da ist der Bahnübergang hier und die Steuerung ist hier an der Seite. Bahnhof, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, müsste hier unten sein. Und 45 ist der Bahnhof da unten. Da sehen wir auch das andere Gleis. Er steht am Wedeln, da ist die Steuerung und hier unten ist das andere Gleis. Also ihr seht, es geht wie so ein V auseinander. Mittlerweile gibt es hier einen neuen Bahnsteig und zwar befindet sich der in der Mitte da vorne draußen. Da halten jetzt mittlerweile die Intercities und Eurocities und wenn die quasi von rechts kommen, halten die da und fahren dann wieder weiter. Die sparen sich das Kopfmachen. Es gibt zwar noch Regiozüge, die nach wie vor hier da so reinfahren und ein paar Intercities und die Kopfmachen, aber der Hauptverkehr
geht aktuell da oben drüber. Das heißt, der Bahnhof wird ausgelassen. Nur so als Nebeninfo. Wir schauen uns das Ganze nochmal von oben an. Ich werde den Editor mal reinladen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das wäre der ganze Bahnhof nochmal von oben. Da sieht man das Gleislayout noch ein bisschen besser. Hier ist der Anschluss LA. Hier unten ist dieses TM5-Signal, von dem ich erzählt habe, wo ihr dann den Zug entsprechend hier auf die Gleise wieder reinfahren lassen könnt. Bis die Lokomotive. So, hier ist unser Stellwerk. Da haben wir die ganze Abstellung inklusive den Waschstraßen hier. Und hier sieht man das noch ganz gut mit diesen Umfahrungsgleisen. Hier, also Umfahrungsgleis, nicht Gleisung, Deutsch. Dann das tote Gleis hier, hier und hier. Die Gleise da hinten, also da könnt ihr noch Spaß haben damit. Und dieses ehemalige Gleis für das Sägewerk, was so ungefähr in diesem Bereich gewesen ist. Beziehungsweise gibt es auch heute noch. Okay, schauen wir uns mal die Strecke hier draußen an. Hier haben wir dieses Dreieck und da, wo diese Straße jetzt hier ist, da ist dieser neue Bahnhof und da geht dann entsprechend hier das Gleis so gerade durch in der Kurve und dann hier wieder rauf. So, dann haben wir hier den einen Bahnübergang, bei dem wir den Spawn hier haben. Der andere ist hier hinten und auf der anderen Seite, wenn wir kurz hier rauf gehen, dann ist er hier. Dann wisst ihr Bescheid. Entsprechend überall schön mit Stau. Die Gleislängen Richtung MP, also das Gleis hier, ist 4 Kilometer lang. Das Richtung SK. Das andere, wo ist es? Das hier ist 2,9 Kilometer lang und LA ist 3 Kilometer lang. Wir können uns eigentlich das mal ein bisschen genauer anschauen. Einmal da runter. So, auf dieser ganzen Strecke hier ist nur 30 angesagt. Ganz spannend finde ich diese Bahnübergänge hier. Die sind hier mit einer Rampe gelöst. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, aber die Autos fahren hier effektiv diese Rampe hier hoch und dann darüber. Sehe ich jetzt so auch zum ersten Mal. Aber ist ein Thing. Und das kommt nicht nur einmal vor. Das gibt es auch hier. Und das war's, okay. Ja, also zweimal diesen Rampen-Style hier rüber. Und da hinten haben wir ein kleines Easter Egg. Da ist ein LKW am Umparken und verursacht da einen kleinen Stau. Okay, ich würde sagen, wir feuern die Szenerie mal auf PL1 an und machen da mal ein bisschen echten Bahnverkehr. Bis gleich. So, liebe Leute, die Station ist live auf PL1. Und der Lebkuchenmann ist da. Ich habe jetzt mal den ECT1 Bahnhof gehabt, da muss er den Führerstandswechsel machen. Er ist instruiert, dass er hier bis S kommt und dann schicken wir ihn da mal raus Richtung TM5 und dann zum Aperon. Kann ja schon mal vorbereiten, ab S brauchen wir die Weiche Nummer 18. 18, 18, 18, 18, ja. Na komm. So, da geht es weiter ab O Richtung LA. Da haben wir schnell cheaten. O nach LA wäre 20 CD und 23. 20 CD. 23. Können wir kurz kontrollieren. Schaut gut aus. Das schaut gut aus. So, einmal O. Und ein Jessica da. Und es müsste auch befeuert sein. Elf. Sag mal. So, können wir mal kurz rausgehen.
Ja, ist er ja. Der schaut ja mal richtig aus. Macht ein S. S ist befeuert. Es sieht schon ein bisschen wild aus, da mit dem ganzen Rumgequalme hier von der Waschanlage. Alles schon richtig eingestellt, mein Kollege. Ich glaube, es war ein schönes Foto. Mal schauen, vielleicht nehme ich das als Thumbnail. Söderle, er macht sich. Jo, hier ist nichts mit Schnellfahren. SO1 rein. Während er das macht, schauen wir mal ganz kurz. Was wollte er hier nochmal? So, unser mal los, Bobi. J, wir schicken dich auf MP raus, 110, Abfahrt sagen wir mal in 10 Minuten. Ui, das ist aber spät. So spät. Ja, mal Anschluss SK. So, das ist schon mal besser. 91, 16, 10, 17. Er will nur eine Stunde. Oh, ich glaube, das geht. Einmal zuweisen. Dö! Kommen Sie raus! Also damit neuen Fahrplänen mit der Zeit ein bisschen aufpassen, nicht 5 Minuten einstellen. Die Leute brauchen da ein bisschen, bis die rauskommen. Im Speziellen von ECT 2 und 3, wie die da den ganzen Weg durchfahren müssen. So, der S können wir wieder zumachen. Aber mehr als genug Puffer hier mit Abfahrt 1628. Und der kann Gas geben. Sehr gut. Gut, dann machen wir das hier auch mal zu. Und nachdem er Richtung SK fährt, schickt man ihn hier auf Gleis 1 rein. Wir müssen dann eigentlich nur die 23 zurücknehmen.
an das da. Müsste man dann wieder auf Ursprung setzen, wenn wieder was von LA kommt. Aber solange das jetzt nicht der Fall ist, können wir das theoretisch so lassen. Gut. Ja, ist vorbei. Ach, wisst ihr was, wir machen es mal wieder retour. Lass nur alles auf normal, TM5. Und wieder retour zum Bahnsteig. Sieht gut aus, einmal gerade. Ja, Weiche 18 das, oder? Soll ich es zurückbauen? Nee, ich lasse es mal. Passiert ja eh erstmal nix. Gut, ist vorbei. Zumachen hier. Und wenn man da hinten erledigt, auf dem Gleis, wo er ist, das ist Signal F. Das müsste schon eingestellt sein. Jetzt ist es auch. Und vor der Aufnahme ist da ein Zug durchgefahren. Wir werden mal kurz anfragen. Oh, ich werde jetzt gerade auf den falschen Anschluss raus. Wäre eigentlich MP der richtige. Ist 34 42069? Fragezeichen. Wo ist er denn? Der Gregory. Ausfahrt via F. Wunderbar. Schon mal richtig. Let me see. 28 fährt er ab. 4 Minuten. Scala kommt mit einem Express an. Und S kann auch MP und ein bisschen später der MP. Was fährst denn du? Oh, mit den grünen. Den roten Restaurantwagen. Von Tarkovice, schauen wir in 10 Minuten. Ja, könnte vielleicht sogar früher kommen, dann haben wir noch ein bisschen mehr Puffer. Zori geht weiter nach Polnok. Ende in Ligut um 18:42 Uhr. Also gefühlt in jedem TD2-Video taucht er jetzt auf. So, Kollege. Also, ich arbeite mal ganz kurz an der Ausfahrt und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es soweit ist. So, Dres, ist soweit. Einmal die Ausfahrt. Wollen wir nochmal schnell abstempeln. Söderli, abgefahren. Und melden. Das muss flott gehen. Einmal Daumen nach oben. Ich wünsche noch eine gute Fahrt. Bauen Sie keinen Unfall.
Ja, der sieht schon geil aus. So, und jetzt zu 44. Das heißt, müssen wir da hinten schnell gleich. Also, erstmal, wenn dann gerade da hinten. Also spätestens eine Minute hier. Ja, da ist er schon. Ja, doch, man kann hier ganz gut Speedshots machen. Genauso wie in Lopponiek oder so ähnliche Aussprache. Gut, wieder zurück ins Stellwerk. Einmal SU. Das nehmen wir wieder zurück. Und dann warten wir aufs nächste Abenteuer, beziehungsweise. Skala ist weg. MP, aber ich habe die Zeit jetzt nochmal verlängert. Und dann mal gucken. Dann wird es hier ein bisschen spaßig. Bis gleich. So, liebe Leute, es gibt mal wieder was Neues aus der Station. Bei mir sind mittlerweile ein paar Züge hier weggefahren. Ich dachte, das zeige ich jetzt mal nicht. Das war gleich wie vorher, da hinten raus tuckern und dann hier los bis auf den Korbi. Das war ein Güterzug, der ist bei Ehren. Aber jetzt haben wir unsere ersten Manöver angefangen mit dem Scala und danach auch die anderen über MP, SK. Sprich, die kommen rechts rein, wollen links wieder raus. 11 Minuten Zeit und dann noch 2 Euro-Cities, die hier enden wollen. Das könnte auch noch spannend werden. Die Einfahrt habe ich schon mal gemacht. B auf die 1. Und der Plan wird sein, abkuppeln, da dahinter fahren. Da muss ich eigentlich nur das Manöversignal auf M geben. Die Standardfahrstraße geht da hinten schon raus. Dann braucht man nur die Weiche 25 EM geben, fährt da hinten rein. Und dann hier die Weiche 5 und 3. Das ist 1 und 2 wieder zurücksetzen. Und dann wieder rein und schnell wieder raus. Und während er da hinten am Fahren ist, werden wir die Züge anfragen, dass er dann so schnell wie möglich rausfahren kann. Also man muss es fast schon während dem Manöver anfragen, sonst kommt er nicht pünktlich raus. Mal schauen, wie es läuft. Soweit alles vorbereitet. Der Fahrer darf einfach nur nicht rumschlafen beim Manöver. Und da ist er ja auch schon da. Servus. Im Bahnhof bitte einmal holen und bereit machen für Manöver. Sidre. Was ist in SPDR noch geschrieben worden? Nichts für uns. Wunderbar. Ach, ist es nicht schön, das Rumgeklacke hier? Die einen hassen es, die anderen lieben es. Ich wollte gerade sagen, hört jetzt auf. Level 19 schon. Das habe ich auch erst selber vor kurzem Level 20 erreicht. Nach 2 Jahren Arbeit. Na gut, jetzt bin ich jetzt auch nicht so extensiv am Umfahren. Aber wenn, dann gern längere Fahrpläne. Wir könnten... Ah, shit, er ist schon vorbei. Ach, was soll's. Bei der Ausfahrt dann gibt's wieder eine Fotosession. Wie schauen wir denn aus mit der Zeit? Geplante Ankunft um 17.10. Sind wir bei 17.14.
Wir sind zu spät. Ja, Güterzug, kurz genug. Kannst du gerade durchfahren. Na, wo ist er denn? Da schleicht er sich an. Gala, Gas geben! Du hast Zeitdruck. Du bist hier um 21 wieder weg. Jetzt ist 16. Und jetzt geht's gerade. Der nächste Zug ist erst um 5:40 Uhr eingeplant. Ja, grün ist und bleibt einfach am schönsten. Für mich zumindest. Aber ich habe das Gefühl, es wird immer mehr, was so an in den Zügen so unterwegs ist. Also ich könnte jetzt eigentlich mal 1 und 2 wieder zurücksetzen. Ungern Express auf eingleisigen Strecken. Habe ich jetzt nicht so das Problem mit. So. SU1, wir brauchen M. Einmal abkuppeln. Achso, soll jetzt vielleicht mal ganz kurz markieren, dass er da ist. 8 Minuten Verspätung. Gemütlicher Lokführer. Ja. Die siehst du jetzt nicht so von Vorteil, teilweise in TD2. Ein gesetztes Format sollte man schon ausnutzen. Gut, da bin ich selber nicht auch immer der Beste, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Aber so Szenerien, wie beispielsweise Gora, Psari, kann man natürlich ganz gut Zeit aufholen. Ich weiß nicht, das sind so Szenerien, wo SWDR
echt gut Zeit einräumt, dass man da durchkommt. Tja, hast du abkuppelt. So, jetzt haben wir 20. Ich sage voraus, 8 Minuten Verspätung hier mit der Abfahrt. Ey, was hat er denn den Panther runtergemacht? Ja, er macht's gleich wie ich. Hat direkt den Zufluss nochmal ran, oder? Yes. Zugschluss aufgemacht. Geht schneller, als wenn man dann den ganzen Zug wieder runterläuft. Nein! Jetzt crasht mir TD2. Geil. Gut, ich muss mal kurz durchstarten. So, da bin ich wieder. Einmal kurz durchgestartet, aber jetzt sind natürlich die blöden Wagen weg. Jetzt wird keiner da auf den THW-Spawn nochmal neu spawnen müssen. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Aber jedes Mal da hinten bei SU1 immer wieder ein Crash. Hat mir auf SWDR rausgeschmissen. So. Müsste denn, müsste jetzt irgendwo da hinten sein. Okay, er hat's. Machen wir den THW-Spawn mit auf. Oh, ich wollte dieses Manöver mal vollständig zeigen. Das eben wird nichts. So. SWDR Relog. Hört mal wieder die Zeiten einstellen. So, achte. Fertig. Ich frag schon mal an. 3, 4, 5, 6, 2, 8. Fragezeichen. Nee, jetzt sitzt hier. Und er braucht den Fahrplan wieder. Ist frei. WT. Jetzt hier WT auf SK. Gucken mal, I auf SK.
Und er sollte Ausfahrt haben. Ja, ist jetzt nicht ganz nach Plan, aber gut. 4 Minuten. Ich glaube trotzdem, dass 8 Minuten gewesen wären. Wenn wir es regulär gemacht hätten. So, da abgefahren. So, Signal wieder retour. Und Fotosession. Was war's? 44, ne? Ne, 45. Müsste eigentlich von da hinten auftauchen. Jo, da kommt er schon. 30 nicht übersehen, ne? Ein Hauch zu schnell. Ah, nicht stehen bleiben. Was, Kala? Okay, guck mal, Chaosplan. 17:45 der nächste. MPE, was haben wir da so schönes? Oh, Standardwagen. Express. Standardwagen mit einer EP09. RUJ. Okay. Und nur noch ein Euro sieht der endet. Das ist eine schöne Kombi. Gefällt. Okay, dann machen wir hier mal wieder Schluss. Und wir sehen uns dann zum nächsten Zug. Bis gleich. So, dale, endlich mal Manöver in die andere Richtung. Es hat sich ein bisschen was getan. Und zwar mal hier im PBE. Der kommt jetzt von SK rein, also sprich vom linken Gleis nach MP. Der hat 18 Minuten um 18.02 Uhr. Der wird jetzt aber ein bisschen auf den hier warten müssen. Den Express da, der Real Marcin, der kommt von rechts rein. Ich habe die Fahrstraße schon so eingestellt, dass er hier auf Gleis 2 kommt. Also sprich dann nach links, dann ist er schon auf der richtigen Seite. Und ich denke mal, Manöver können wir auch über links machen. Ja, weil der Express, der fährt mir dann hier rechts rein, damit er eben schon richtig steht. Unnötige Kreuzung vermeiden bei der Ausfahrt. So, mein Gedanke. Schauen wir, dass er hier ankommt. Und dann wird's spannend hier. Wird den SWDR so geschrieben. 34708. Was macht der vor uns noch? Warzewitze Strummen, Warzewitze Kretzmanisch. Dann zu uns rein. Da ist er ja. Level 16, das sollte eigentlich ganz gut gehen. Was ist ständig am Ändern hier, dieser Fahrplan? Gelöscht wieder neue dazu.
Parkoursignal habe ich gezogen, ne? Ja. Das war es jetzt noch gewesen. Kommt verfrüht an und dann hat er keine Einfahrt. Ich könnte mal... Nee, ich warte, bis er da ist. Ich habe gerade schon überlegt, ob ich hinten vorbereite. Sind die 30, kann man ganz kurz abschätzen, wo sie ungefähr sind. Wenn ich langsam vorstelle, genau bei dieser Brücke ist. Kollege, du bist echt viel zu früh. Ich hatte einen Spawn offen. Das ist gerade ein bisschen ungünstig. SK oder MP nach SK. Sudri. So, mach mal dicht hier. Sehr gut. Andere Seite. Wir brauchen 25, damit er da runterkommt. Und Signal L. Södre, einmal vorbereiten, bitte. Beziehungsweise einmal die Ankunft und pausieren.
Sehr gut. So, behind. TM5. Und ich glaube, ich schicke ihn unten drüber. Das ist 5, 4, 3 wieder normal. Ach komm schon. So, die 9 brauche ich auch nicht. 1 und 2 nehme ich auch mal zurück. Okay, er ist dahinter. Und er kommt wieder. So, nochmal kurz kontrollieren. Brauchen wir die Weichen 3 und 5. Rest passt. Ja. Endlich mal ein Manöver, das funktioniert. Was mit dem anderen Dude? Immer noch nichts gehört hier. Na, wisst ihr was? Ich werde mal schnell TM wieder löschen. Sind schon wieder Farblinien gelöscht worden? Nee, nee, nee. Ja, aber verfrüht fahren? Nee. 17,54, 17,44. Diesmal nicht. Da werde ich auch schon gefragt. Olni, kommen Sie rein. Und jetzt im richtigen Moment dann Stopp sagen, damit er nicht so weit fährt. Drei, zwei, eins. Stopp. Dann fünf. So, das ist auch wieder retour. Jetzt kontrollieren, das schaut gut aus. Das auch. Okay. Back to Wagons. Goyle. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert.
So, jetzt müssen wir die Einfahrt für den Express machen. Das wäre dann schon mal die 1, 2, der Diegel für 1 und 2. Kommst du? Jetzt ruf, hallo? Warum jetzt nicht? Mal kontrollieren, B auf die 1. Achso, warte mal. Nee, stimmt ja. Minus, weil ich ja runtergemacht habe. Ah, bravura. Ab und zu bist du schon ein bisschen verplant. So, jetzt aber. B auf die 1. Und fort. Erledigt. You will have to wait for an incoming EA before coming on. Also Bescheid. Ich kann erstmal eine kleine Pause machen und Kaffee trinken. Und wir warten jetzt mal, bis der kommt. Sollte in wenigen Minuten der Fall sein. So, tada! Unser Express ist da! Das ist sehr gut. Das heißt, ich kann schon mal vorschreiben. Stutra 3 4 6 1 6 2 2 2. Fragezeichen. Was ist denn? Da. Level 2, keiner drin. Warte ich noch einen Moment. Und idealerweise kann er dann auf den Obergleis durchfahren und er ist dann schon weg. Ansonsten nehmen wir das Gleis da. Ich traue mich jetzt nicht so viel zu hin und her swappen. Ich habe irgendwie Angst, dass mir hier gerade wieder ein Crash passiert. Das will ich jetzt nicht haben. Und da weggebremst. Okay, ich glaube, jetzt kann ich mal fragen. Frage ist draußen. Ist frei. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt, wenn ich es bei Y verbinde ihn. Sehr gut. Und angenommen. Da kommen hier zwei Dudes drin. Einmal 160.
Lass uns mal wieder zurück. Wir brauchen dann Synergie. G nach MP. Bist du nur mit dem unglücklich und die 7. So, komm, einmal Klunk. Sehr gut. Södre, Chi auf MP. Weg mit dir. Und er fährt los. Sehr geil. So, haben sie gut gemacht. Wir machen weiter bei der anderen Baustelle. Wir brauchen Signal M. Ist ja schon fleißig am Abkuppeln. Hast du die Zugschlusslichter nicht angemacht? Bei denen sieht man das nicht so gut, wobei ich glaube, es ist an. Gut. Das wird das. Und dann können wir hier schon mal sagen, die 5 und die 3 brauchen wir hier. Die Rückfahrt. Mal kontrollieren. Das schaut gut aus. Und das sieht auch gut aus. Zurück zur SU1. Schaut es bei ihm aus. 1810, Legota Gaboska LC. Können wir schon mal vorschreiben. Wie vor 3140. Fragezeichen. Achso, by the way. Du bist angekommen. So, hab schon mal drin. Muss noch Enter drücken. Bist vorbei. Weiche 25. Gut. 25, einmal da. Und TM5. Und hier einmal ein Schierabnis für G. Ah, ich mag das, wenn es so reibungslos funktioniert. Ohne viel zu quatschen.
So, Ligoda weiß Bescheid. Ligoda sagt, ist frei. Geil. Ligoda LC auf SK. Na ja, gut, Ligoda hat ja nur einen einzigen Eingleisigen. Und wir bereiten uns wieder vor, ihn hier anzuhalten. Ah, Deutsch. Ja, und das, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, das macht sie im Prinzip die ganze Zeit in diesem Stellwerk. Mit ab und zu mal Zug, der hier durchfährt. So ein 150 Meter Ding. Also da kann man richtig gut Manöver üben hier drin. Und also richtig spaßig mit Verspätungen. Hatte ich bis jetzt noch nicht, aber das kommt bestimmt noch. Drei und fünf. Back to Baggins. Was will der? 945. Neun, vier, fünf. 18, 19. Jetzt schon. Muss die Station vor mir anfragen. So, dann können wir jetzt gerade die... Was war das? F, ne? Ja. F nach SK. RG16, einmal runter. Klick, Klick, Ausfahrt. Was sind wir gut in der Zeit? 18:03 Uhr, Abfahrt 18:10. Das ging jetzt gerade ein bisschen flotter als gedacht. Ja, gut. Freut mich, freut mich, freut mich. Ach, ich sehe gerade, da haben wir dann zwei Triebwagen. Ja, easy. Aber ich würde sagen, das Manöver ist jetzt auch das letzte Manöver gewesen. Ihr habt jetzt alles Wichtige gesehen und gehört von dieser Station, was man wissen muss. Wird demnächst verfügbar sein, oder wenn ihr das Video schon schaut, dann ist es schon verfügbar für alle und damit hast du ganz viel Spaß in der Station. Und ich werde hier noch ein zweites Video machen mit einem realen Vergleich, wie die Station heutzutage aussieht. Dazu gehe ich bald nach Polen, werde ein paar Fotos machen. Freut euch da schon mal auf den Vergleich, den werde ich auch mit anderen Stationen machen. Und ja, mal sehen, was noch auf uns zukommt. Bis dahin, wünsche euch viel Spaß. Ciao!
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.